So, Leute, damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play. Tales of Eternia, Leute, es läuft. Und wenn ich meine, dass es läuft, dann läuft es richtig gut. Wenn ich das schon sage, es ist schon wieder Geister. Ich dachte, wir haben es jetzt geschafft. Ja gut, Leute, dann haben wir es nicht geschafft. So, ein Wasserkristall, okay. Ja, Leute, wir sind hier im Wald. Wenn wir eins gelernt haben in Tales-Spielen, Wälder sind geil, Mann. Wälder machen Spaß. Wälder sind super. Und wenn ich das schon so sage, dann muss ich gleich wieder sagen, es ist genau das Gegenteil. Wir haben beim letzten Mal uns wirklich den ganzen Part in diesem blöden Wald rumgeärgert. In der Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie mal hier weiterkommen. Und mal abgesehen davon, dass da Reapers sind, die uns Leben ausziehen. Gegner, die stark sind. Und allem möglicher Krampf. Ist noch verdammt verwirrend, weil jede Location gleich aussieht. Aber da haben wir schon mal ein Lemon Gel. Das ist schon mal gut. Muss man das positiv sehen. Was? Was wird dir getan? Jungler. Bist du. Hab ich irgendwie Zwischenboss aktiviert, oder? Wir haben mal genug Spectacles. Ich hab doch geblockt. Okay. Ja, 6400 Leben. Kriegen wir down. Besonders wenn wir Undine mal haben. Ja, Leute, beim letzten Mal haben wir Undine freigeschaltet. Das war mein Highlight, Mann. Ansonsten tun wir irgendwie versuchen, hier durch diesen verdammten Wald zu kommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen wollen. Ich habe da eh das Gefühl, dass wir in diesem Wald das Spiel aufgeben wollen. Und ich bin mir sicher, also bis jetzt war das Spiel, man ist immer schön vorangekommen, man konnte kämpfen, man ist immer schön weitergekommen. Und das ist der Moment. Das ist der Moment, wo viele wahrscheinlich Tales of Eternia aufgegeben haben. Dieser Wald, Mann. So, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das was Gutes war, aber mei. Haben wir besiegt. Okay, also der war jetzt nicht leicht. Aber Zwischenboss wird es wahrscheinlich auch noch nicht gewesen sein. Diese Kombi, ich liebe sie so sehr. Genau, weil er macht immer das, der Mann. So, erstmal den Reaper besiegen, weil der ist ja eigentlich die größere Gefahr. So. Der Soundeffekt, der hat sich gerade angehört, als würde irgendwas abbrechen. Undine. Ah, nee, komm. Ja, kann man sich ja leider nicht aufheben. Eine Karotte. Schon wieder das Positive sehen. Haben wir eine Karotte gefunden. Bin so froh. Ich bin so happy. Ich wäre doch happier, wenn ich wissen müsste, wo ich bin. Okay, ein Gel. Ist auch nicht so schlecht. Oh, ein Sack. Orangengel. Okay. Ihr wisst noch, dass wir tausendmal noch an diesem Baum vorbeilaufen werden. Ich prophezei es jetzt aber schon mal. So. Ich darf keine Attacken mehr einsetzen, Mann. Komm schon. Jausa. Weil ich bin... Ich weiß nicht, was das für eine Kreatur war, aber ich weiß, dass wir sie noch öfters treffen werden. Ich weiß es. Ich prophezei es jetzt einfach mal. Spectacles ist ja super. Oh, nee. Oh, Galt. Ja, ist schon mal gut. Hallo? Ah! Hallo? Ah! Okay. Ruah! Okay, Jungler. Demon Lightning Hammer. Aqua Edge. Schön, dass die erste Attacke erstmal schön vorbeigegangen ist. Alter, was tut das immer hier in die Ecke gehen? Ja gut, aber das ist schön, wenn ich mich jetzt hinter ihn stellen kann. Vielleicht trifft er mich dann nicht mit seinen Attacken. Sehr gut, komm, nimm mal platt. Also, er hat jetzt nicht unbedingt viel drauf, aber... Zu viel Leben dafür, dass er einfach so ein Standardgegner jetzt inzwischen ist. Gut, haben wir es auch geschafft. Schon wieder so ein schöner Schrei. Den Windkristall haben wir gefunden, was das auch schon wieder immer bedeutet. Und schon wieder Reaper. Komm, warp dich hierher. Alter, greif den Reaper an. Greif ihn doch an. Ich weiß nicht mal, wo ich... Achso, ich bin geflohen. Ich hab's geschafft. Ich habe überlebt. Halleluja. Wenn ich jetzt hier versuche... Oh, hab ich überhaupt noch was, wo ich mich wiederbeleben kann? Nicht mehr, oder? Geil, das war ein richtig schöner Fight. Wir werden von allen Seiten attackiert, man, diese Drecks... Ah. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir erstmal was anderes machen, bevor wir weitermachen. Alter, ich bin doch nicht in den... Was ist das? Oh.
Okay. You found the final message of an adventure. Defeat the five beasts and the source of cause. Oh, geil. Okay. Also, ihr wisst, was das heißt. Wir müssen 5-mal diesen Dex-Gegner besiegen. Dann kommen wir hier weiter. Das will ich jetzt gar nicht machen. Ich will jetzt eigentlich hier... Okay. Wartet. Orangengel. Nein. Ich will nicht kämpfen. Ich will eigentlich nur fliehen. Es ist so madig gewesen, wie ich hier gestorben bin. Aber kann ich auch nicht mehr ändern. Langweilig so sehr, Mann. Aber bevor ich jetzt da weglaufe und dann nochmal versuche, hier den richtigen Weg zu finden. Scheiße, dann fahren wir die Kehle raus, Mann. Okay, also, unser Ziel ist klar, wir müssen 5 von diesen Drecksviechern besiegen. Und wenn wir nicht eingekesselt werden und von 5 Seiten attackiert werden, dieser Reaper, der... Ich hab so einen Hass auf den. Jetzt bitte stirb nicht. Wir sind hier wieder in dem schönen Tales of Zestiria Fieber. Wir haben niemanden, der heilt, weil heilen ist ja lame, Mann. Welcher Charakter muss schon heilen? Heilen ist doof. So, das war der dritte. Ferro, du kannst doch heilen. Wieso willst du es nicht tun? Ihr wisst, was wir erstmal machen, wenn wir hier draußen sind. 1 Million Gele kaufen. Oh, ein Schwert. Ja, ist dann aber nicht schlecht. Komm. Oh, hier Bastard. Jo. Müssen wir gleich aus. Ich wollte eigentlich den Weg, wo wir reingekommen sind, finden, weil da haben wir ja... Okay. Da haben wir... Komm schon! In jeden Mann. Da war ich doch gerade, Mann. Alter, wie viel Leben muss ich abziehen? Das ist so übertrieben, Mann. So. Sie haben ja echt saumäßig wenig Leben. Das ist immer das einzige Gute an denen. Den Weg, wo wir reingekommen sind, suche ich eigentlich gerade, damit ich mich hier hochhalten kann, aber ich finde ihn nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich hasse diesen Wald so sehr. Bitte, lieber Spielgott, wenn du mich hier rauslässt und dafür sorgst, dass Pharaoh nur noch heilt und nicht mehr angreift, dann liebe ich dich. Ah, oh, da. Hui. Das war schon mal ganz wichtig. Leider füllen sich hier unsere SP, unser TP nicht auf. Das wäre natürlich noch besser. Speichern wir es mal. Zack, und weiter geht's. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt haben wir schon mal 3 besiegt. Das heißt, 2 von diesen Drecksviechern lauern hier noch irgendwo. Da geht's nicht. Da geht's auch nicht. Ja, aber da unten waren wir schon. Ja, Random Encounters sind cool, besonders wenn sie alle 2 Sekunden aufploppen, Mann. Und ich weiß, wo ich bin, Mann. Also ich behaupte jetzt einfach mal so, ich bin nicht der einzige Spieler, der sich über diesen Drecks-Dungeon aufregt, Mann. Ich Aqua Edge, Mann. Und Undine, bash sie weg, Mann. Okay, keine Undine, ja, ist ja wurscht. Ja, dann bash sie doch raus. Mal einen besiegt. So. Aber es ist eh besser, wenn ich sie besiege, weil dann kriege ich schön immer ein TP wieder zurück. So, was ist da? Ist es gut? Ist es schlecht? Eine Map. Eine Map. Bitte gibt's mir eine Map. Okay, na, hier waren wir vorher schon, gell? Jo, hier waren wir schon. Nein. Ah. Okay, das ist Nummer 4. Das heißt, uns fehlt nur noch einer. Du madiger Drecksviech. Alter! Ich hab vergessen, dass er Fernkampfattacke drauf hat. Jetzt. So, mein Lightning Hammer wieder. Man kann ihn eigentlich so schön besiegen. Ich muss mich nur hinter ihn schummeln. Aber der... Der ist so schlau, dass er das umgeht. Weil ich müsste mich immer hinter ihn schummeln.
Wenn er so am Rand des Bildschirms ist, dann kann ich ihn so schon nämlich fertig machen. Aber es lässt er nicht zu. Ach komm. Ich kann mich schon wieder heilen. Ja, super. Ist das ein Wiederbelebungsding? Oh, ein Apfelgel! Ist natürlich toll. Ich koche jetzt Sandwiches. Ist mir zu wurscht, Mann. Hilft mir das? Nö, wie viel Wiederbelebungstränke haben wir noch? Wo ist es denn? Ich mach so 10 Kreuze, wenn wir aus diesem Dungeon draußen sind, Mann. Also Leute, ich finde das Spiel ganz okay. Hat seine Höhe, seine Tiefen, aber dieser Dungeon, das ist die Tiefe, Mann. Eine Random Encounter-Quote, wie sie bis jetzt noch nicht annähernd hatten, ne? Kombiniert mit fiesen Gegnern, die sich teleportieren können, die sehr auf Fernkampf gehen, was auch bis jetzt neu ist, weil normalerweise hatten wir halt doch mehr Gegner, die auf Nahkampf gehen. Eine Map. Also, mal abgesehen davon, dass es auch der größte Dungeon ist, den wir bis dato hatten. Keine Map, also keine, nicht die geringste Ahnung, wo wir überhaupt langlaufen. Weil ich also allen bewusst, ich bin jetzt zum 5. Mal wahrscheinlich da vorbeigelaufen, wo ich hin will. Und die klauen mir Leben ohne Ende, Mann. Der hat mir jetzt schon wieder 300 Leben geklaut. Ich bin jetzt hier. Ja, schön. Eine Statue noch. Ach komm. Alter, 100 Leben für die eine Sekunde, die ich erwischt worden bin. Früher waren Spiele echt noch härter. Und das Schlimme ist, es belohnt mich halt auch in keiner Art und Weise, Mann, dafür, dass ich jetzt hier kämpfe, Mann. So, dass ich mal 1 Milliarde Erfahrungspunkte bekomme. Das wäre fair. Alter, ich bin nicht in ihn reingelaufen. Jetzt cheatet das Spiel aber langsam, Mann. So, Skill. Obwohl, ja, sieht eigentlich ganz okay aus mit dem Ding. Ne? Außer bei meinen Magic-Typen. Alter, schau ich mal, wie schwer das ist, an dem vorbeizukommen. Auch wirklich. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, Mann. Es ist halt auch. Es wäre halt schön, wenn es halt immer akzeptabel wäre. Oh, da ist der letzte. Okay, dich Penner noch besiegen. Alter, mein Demon Lightning Hammer. Ich liebe die Attacke. So, und jetzt wieder hinter den hüpfen. Bam, bam, bam. Und dann von beiden Seiten attackieren. Aber das lässt halt nicht zu, Mann. Dann warpt er sich immer weg. Und er geht immer auf meine Mage, Mann. Nein, kein Aqua Edge. Item. Habe ich eigentlich. Ich habe halt auch nicht viele von meinen besseren Items. Demon Lightning Hammer. Aqua Edge. So, wow, das haben wir gut gemacht, Mann. Wow, 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 wow. 100. 200 Erfahrungspunkte für so einen Gegner, Mann. Was, schauen wir mal, was wir für ein Level-Up brauchen. 10.000. Steht da irgendwo, oder? Change Name. Ich will nicht Reed Herschel heißen. Ich will Maxi Herschel heißen. Nee. Das ist auch steht da. Schau mal, wir brauchen 1.300 Erfahrungspunkte. Das heißt, ich muss 12 von dem besiegen oder sowas. Ja, okay, 12 nicht. 11 müsste ich davon besiegen. 11. Was hab ich da? Ja. 6 oder 7 müsste ich von denen immer besiegen, damit ich ein Level-Up hab, Mann. Geil, oder? So richtig geil. So richtig motivierend halt. Weil was ist immer das Wichtigste am Leveln? Dass es sehr lange dauert. Wenig Punkte bekommt. So mag ich das, Mann. Und stell dich mal, durch die halte ich 159, Mann. Das ist schon lame, Mann. Jetzt muss ich es nur da. Nein! Deine Mutter. So. Stinkt nach Toten. Huh. Okay, alle haben wieder wenig Leben. So mag ich das. Skill. Machen wir gleich wieder Healer. So. Dann niesen wir erstmal schön. Und speichern. Einfach mal so. Und dann rein da. Komm. Bitte. Und jetzt. Aber lass hier auch das Tor öffnen, damit wir hier rauskommen. Bitte. Ah. Ja! Kein Bossfight. Lass mich einfach raus. Bitte glücklich, Mann. Das Schlimmste in diesem Spiel haben wir geschafft. Jetzt kannst du noch bergauf gehen, Mann. Durch diesen Wald, Mann.
Forest of the Days in meinem Leben nicht mehr. Nö, Mann. Nie wieder, Mann. Nie wieder, Mann. Nie wieder. Ach, und Shotgun. Bam. Kriegen wir 220 Erfahrungspunkte. Wie schön leicht die Gegner sind, Mann. Und dann viele starke Gegner, wenig Erfahrung. So mag ich meine Dungeons. Und natürlich keine Übersicht. Ey, also für, ich will dafür jetzt eigentlich einen neuen Charakter in meiner Party haben. Das wäre das Mindeste. Aber so wie ich, wenn ich das Cover so richtig deute, dann gibt es ja diese vier Charakter. Schau mal, wie wir die fertig machen, Mann. Wir sind ja nicht unterlevelt oder so, Mann. Das war einfach nur dieser Drecks-Dungeon, Mann. Aber das langt jetzt, Mann. Jetzt sind wir wieder gut drauf, Mann. Jetzt gehen wir da rein. So, Inferno City. Genau, hier sind wir richtig. Ah. Wow, this place is huge. I thought Minsha was big, but this place is bigger yet. Of course, it's the capital of the Inferno Empire. Ew! There are so many people. They are all, Inferians? Meredith, from here on you can't dance, scream, or do anything out of the ordinary. The city is congested with people. Even the slightest awkwardness might cause people to suspect you're Celestian. Is being Celestian bad? They cannot suspect. No. Historically, Celestians have visited numerous disasters upon us. I'm quite certain that there are many who would hold hatred for Celestians. Baiba! Celestians not responsible for you causing disasters. You need our help, right? Merdy, it's unfortunate, but there's no question that there are a lot of people who dislike Celestians. Let's be careful, okay? You bet! Don't forget. Alright, alright. Let's go and meet the king. Nichts leichtes das, oder? The city is always so full of life. Ach, das mag ich. Und immer wenn sowas gesagt wird, dann war das kurz bevor alles zerstört worden ist. So, Golden Dreams. Gebt mir eure größten Betten. Achso. Aber ist auch nicht schlechter. Apfelgele. Hau her. Ach, wir haben ja Orangengele. Ja, okay, Orangengele brauchen wir eigentlich nicht so. Melange-Gele, Alter. Zu teuer. Word of Life. Müssen wir uns voll ausrüsten. Definitiv werden wir mal 8. So. Flairbottle. Nö. Mann. Kaufen wir 2. Darkbottle haben wir eh genug. You bet! So, 30.000. Bin schon wieder arm. Ach Leute, die Läden, die sind alle mit so schönen Details gezeigt. Das ist so wunderschön. Anders sehen sie aus wie die anderen Läden. Das ist sehr schön. Hey, you. You're from Russians, right? Huh? How did you know? I'm a tailor. I can tell just by the clothes you wear. Und dann, woher kommt Meredy? You're wearing an incredible old-fashioned Russian dye. Hm? Oh, er hat Pharaoh beleidigt. Jetzt gibt's Jäger. What do you mean, old-fashioned? You're from Russians. You should know. The popular fashion in the city were all originally based on Russians' dye. Really? Uh-huh. But it's been modified so much that it's not easy for an amateur to tell. I see. I had no idea Russians' dye was so well known. Man lernt nie aus. So, oh, du willst wissen, wie Russian er ist? Ich möchte gerne, mich würde es interessieren, wie Russian das aussieht. Ha, du möchtest es wissen? Na, that's okay. I hear it's really far. Blöder Typ. Was ist? My parents didn't want me to move to the city, but here I am. Hey, could you hire me for work? I'd really love to help out, but... I'll do anything, please. But I don't want to do any work that's dirty. Painful or tiresome. Model, oder? So sind sie, die Frauen von heute. So, ich suche ein Inn. Nein, da will ich nicht rein. Ich möchte erstmal ein Inn.
I don't suppose the king would be here. Das Observatorium. Oha. Wäre es möglich, dass die eigentlich auch hier dann die schwarze Materie sehen? Gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder? So, das sieht mir sehr königlich aus. Dann schauen wir erstmal hier rein. Shop of Vela. Na, ich kaufe mir keine Waffen. Oder? Ach komm. Ja, für sie schon, für sie schon. So, weil sie greift halt auch immer viel an und dafür lohnt es sich schon. So, komm. Was haben wir noch? Wir können ja auch mal verkaufen, theoretisch. Aber das muss man nicht brauchen. Was machen wir denn jetzt? Nee. Wir haben ja aktuell eh genügend Geld. So. Kann ich das irgendwie vergleichen? Nö, oder? Item Max, ja, 14.000, weißt. So, was haben wir hier? Hier ein Bett, was noch? 1600. Ja, okay, die 1600 können wir uns auch noch gönnen. So. Und er hat einfach nur hier diesen Stab. So, okay. Ach komm, wir mussten auch mal hier das Geld rauslassen. Das haben wir uns verdient. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich mir das anhören, aber dabei. Da war ich mal wieder zu schnell. Ich habe immer noch keinen Laden hier gefunden, wo ich mich heilen kann. Mich interessiert auch, ob hier dieses Mädchen ist, was uns immer, was wir immer getroffen haben. Das sollte auch eigentlich nach Inferno City. Wait! Was hier in Verlobten hinterher will. What is it? You aren't accompanied by a Celestian, are you? Nein. Of course not! I guess you're right. If all Celestians were a little girl like her, we wouldn't have any trouble at all. Also weiß er, dass hier ein Celestian ist? Do you want to learn about the Celestians? You're right, so what do you wish to learn? Celestian appearance. Celestians' bodies are covered with hair like a beast. The faces are said to be scary enough to make your hair stand to the end. Celestian abilities. It's said that Celestians have long fingernails sharp enough to cut stone. They can slice infernals and ribbons in the blink of an eye. Civilization. Celestia is a place of total chaos. It's a world of murder and violence. And no civilization can possibly flourish in its wake of chaos. Celestian goals. The Celestian goal is to reduce Inferno to defeat and despair. Nothing pleases them more than seeing pain and sadness through the Infernals. Also, wir haben zwar immer schon gehört, dass da viele Katastrophen durch die entstanden sind, aber so hart, glaube ich, ist es nun auch nicht, oder? Hoffe ich. There's no question about it. The king is superior. It's because the king, the Infernal Empire, is the greatest in the world. Seyfried created the world. Without Eternia, there would be no Infernia. What? What do you mean? So, und da. Ein Inn. Komm. Leute! Es geht auf mich. Heute machen wir einen drauf. Genau. Zweites Stock. Oh, VIP-Lounge, Mann. Komm, das an. Loud beyond this point. Bisschen weg. Ich hab doch gesagt, im zweiten Stock darf ich rein. Darf ich hier rein? Schauen wir einfach mal. Dringen wir einfach mal in fremde Zimmer rein. Oder haben wir jetzt hier unser eigener Housemate, oder? Welcome. Your room is sparkling clean now. Thank you. My, you're cute. And what a nice white croaker. Oh, I really love intelligent, delicate young man. Oh, Reed looks up at, man, am I tired. Do you like soft cake? Yeah. Haha, that's great. I'll make one for you next time. Come stay alone next time. I prefer hamburgers over soft cake myself. Good for you. I make good cream stew too. I smell it with my love. We're really tired and would like to get some sleep. I'm appealed. Are these girls your type? You'd be much better off with an older woman like me.
Good night, my prince. Okay, Kila, deine Freunde, wir werden jetzt gleich nochmal fünfmal übernachten, bis sie irgendwann mal in der Nacht einbricht und ihn mitnimmt. How was the maid service? Care to leave a comment? Awesome. Well, she should at least be able to make hamburgers. Ja, ja, nicht jeder kann mit deinen Vorstellungen leben, Reed. Okay, Leute, dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal in den Königin Palast. Ich bin endlich froh, dass wir aus diesem verdammten Dreckstempel, Wald raus sind. Und nun, oh, das Playhouse. Da werden wir uns auch gleich nochmal umschauen, aber davor erstmal eine kleine Karte und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Let's Play Tales of Eternia. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.